Fünf Schare, wer will denn noch fünf Schare? Denn heute ist Ponyreiten. Finde ich schon geil. So, komm mal her. Grüner Saft. Ist aber nicht grün. Guten Morgen. Und noch, es ist wirklich gut. Sehr schön. Montag, 6. Mai. Lumpi? Lumpi und ich waren gerade kacki gehen. Gefreit. Was steht an? Wir müssen noch einmal wieder Kartoffeln sortieren. Als erstes gleich. Also eine halbe Stunde oder so geht's los. Und dann geht das los hier, Hofschier machen. Weil wir noch den großen Geburtstag feiern. Ina hatte ja neulich Geburtstag, hatte ich ja erzählt, haben ja auch einige gratuliert. Lieben Dank für die lieben Worte im Namen von Ina. Und sie feiert aber noch mit ihrer Cousine zusammen hier an Himmelfahrt groß Geburtstag. So, und deshalb müssen wir hier noch einiges vorbereiten. Das soll hier auf dem Hof stattfinden. Ich hoffe, das Wetter hält sich dann auch Donnerstag. Das wäre sonst sehr ärgerlich. Wir werden sehen. Naja, und morgen Kartoffeln pflanzen, aber den Rest dann gleich. Erstmal noch schnell einen Kaffee trinken. Wo ist er hin? 7:45, keiner da. Aber Kaffee. Kaffee ist da. Kaffee ist gut. So wird seiner kalt oder ich trinke den heimlich aus. Ich sag's euch, das ist genauso scheiße, wie es aufgehört hat, geht's hier weiter. Also letztes Jahr mit Problemen mit Gammel. Jetzt haben wir hier so einen Spaß mit zwei Sorten von unseren Nachbaukartoffeln. Das ist zum Kotzen, ey. Da kann man auch jetzt nicht höflich bleiben. Es ist einfach nur zum Kotzen. Wir haben jetzt hier einen Wagen, da hatten wir schon, die hatten wir schon geladen zum Pflanzen und dann gesehen, da geht nicht. Müssen wir alle nochmal rübernehmen. Jo, und übrigens eine von den beiden Sorten ist richtig scheiße.
Wenn es da blöd läuft, dann müssen wir noch nachpflanzen. Dann dürfen wir noch mal einmal neu pflanzen, ein paar Hektar. Das wird dann richtig scheiße. Also da dürft ihr gerne Daumen drücken, dass das nicht passiert, weil das ist ja quasi schon... Nee, der Super-GAU ist, wenn man es nicht macht. Das ist fast ein Super-GAU. Aber einfach kacke. Also solche Geschichten wie die letzte Ernte, Ernte 23 und das Frühjahr 24, habe ich noch nicht erlebt. Wirklich nicht. Und ich glaube, Vatern in der Form auch nicht. Und für Jens ist es natürlich ein mega Einstand, ne? Also, alter Schwede. So, eine Schaufel noch, dann lassen wir erstmal eben laufen. Ich habe noch was anderes zu erzählen. Ich versuche gleich dran zu denken, schnell. Aber erstmal eben die Schaufel wieder voll machen. Ich kann auch schon anfangen. Wir sind ja diese Woche ein bisschen arg im Stress wegen der... Also das ist alles Familie und Inas Familie aus dem Schwarzwald, die kommen dann alle und so jetzt an Himmelfahrt am Donnerstag. Das ist ja diesen Donnerstag schon. Moment. Und zwar kann ich leider an einer wirklich sehr interessanten Vorführung nicht aktiv teilnehmen. Ich habe da lange überlegt, aber wir haben ja noch so viel zu tun neben den Kartoffeln, die ja oberste Priorität haben. Nein, Ina hat oberste Priorität. Und danach kommen aber sofort die Kartoffeln. Wir haben noch echt viel zu tun. Und zwar bekommen wir eine Vorführung von Lemken. Das läuft über Lohmann hier aus Wohlsdorf und Schröder. Firma Schröder, liebe Grüße, vielen Dank, dass das geklappt hat. Mit einem Lemkenflug mit Flexpack. Das wollte ich gerne mal sehen. Naja, und das läuft jetzt so, dass der kommt irgendwann heute Mittag mit dem LKW in der Pflug und wird dann zum Nachbarn gefahren. Da wird das Ganze dann in Gang gebracht und mit Einweisungen und Einstellen und sowas. Ich fahre mit euch da auf jeden Fall mit der Kamera irgendwie hin, dass wir uns das mal angucken können, wie das Ding arbeitet. Wenn das Wetter das zulässt und die Zeit, dann auch mit Drohne gerne, aber eben nicht auf unserem Schlag und nicht mit unserem Schlepper. Ist nicht zu schaffen. Ich habe an unseren 724 gestern noch unseren Flug angebaut. Da fährt Vater dann irgendwann heute noch mit los und macht. Wir haben ja auch nur noch, ach Gott, wie kommt das hin? Gute 2 Hektar zu pflügen. Das ist ja, zack, Bums, ist fertig. Ne? Ich hätte da mit dem Vorführflug, hätte ich gerne da in Osterfese die 18 Hektar gemacht, aber das passte leider nicht mehr rein. So, Jens schaltet schon mal eben die Maschine ein, dass die Kartoffeln ein bisschen weiterlaufen. Also wir suchen das unbedingt alles komplett zu zweit ab, da müssen wir eben ausmachen. Vater ist gerade unterwegs, der kommt aber auch in Kürze wieder, da kann er weiter löffeln und Jens und ich können absuchen. Aber die müssen zu zweit durchgeguckt werden. Ich will mal eben den 716 an die Seite stellen, dann können wir nämlich hier gleich die fertig sortierten Kisten hinstellen. Und da wir morgen ja Ruhe. Morgen Pflanzen, den ganzen Tag Pflanzen haben, brauchen wir die Kartoffeln morgen sowieso schon wieder. Und deshalb müssen wir auch heute rüber. Das hilft alles nichts. Jo. Mal gucken. Irgendwie muss ich heute oder morgen mit den Jungs auch noch mal eben zum Friseur. Das nimmt dann auch mal wieder ordentlich Zeit weg, aber das hilft auch nichts. Wir wollen ja auch alle hübsch sein für Mama und Frau. Oh. So. Schauen wir mal. Hier müssen wir nochmal Dachrinne flicken. Ich glaube, die Weizen sind nicht richtig. Jo, die sind zu weit offen jetzt.
mal los. Die Maschine beginnt. Ich weiß nicht, warum wir jetzt so viel Spaß haben. Jo, Mittag ist durch. Wir haben jetzt mal eben heute Vormittag, eben den ganzen Vormittag sortiert, ne? Mann, bald 40 Tonnen durchsortiert. Das hat alles keinen Zweck gehabt. Gleich kommt noch eben einer von Heidesand, der soll auch noch mal eben seine Meinung sagen zu den Kartoffeln. Was er denkt, ob das geht oder nicht. So, jetzt erstmal sieht es ja nicht verkehrt aus. Ja, mal gucken. Wenn Jens aus dem Mittag zurück ist, dann macht er erstmal da sauber. Ich soll mit den Jungs zum Friseur. Und danach geht's los mit hinten nach vorne aufräumen für die Party. Er sagt, bisschen enger pflanzen. Das hätte ich sowieso gesagt, aber enger rein und dann pflanzen und fertig. Muss gehen. Also machen wir das so. So, wir gönnen uns jetzt eine kleine Ausfahrt. Da ist Jens. Ja, und ja. Kleine Ausfahrt, so kurz vorm Feierabend. Und zwar ist der Nachbar jetzt mit dem Flug am Flügen. Gut, was soll man mit dem Flug sonst auch anderes machen, außer Flügen? Verrosten lassen, sagen sie in den Kommentaren immer. Ja. So ein Schwachsinn. Was ich erzählt habe, der Flug mit dem Flexpack. Und den wollen wir uns ja gerne mal eben angucken. So, Dröhnchen habe ich nicht mit, weil falscher Windpark, hier darf ich nicht fliegen. Also gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal eben so von außen an. Und wir kleben euch einfach auch mal auf den Flug rauf, oder? Ja, das können wir auch mal machen. So. Ich begutachte mal den Begutachter hier, wie er das Ganze begutachtet. Ja, hier, guck da, hier Rille und da Rille und dann Sand, schwarz, Mutterboden, Gras, Trecker, Sven, alle da, Autowagen 2.0 und Windrad hat keinen Bock, schon Feierabend. Die sind sich aber auch nicht einig. Das Rad da hinten guckt nach dahin und das guckt nach dahin. Das ist ja auch clever gelöst. Scheint ja irgendwie Scherwinde zu haben. Wahrscheinlich bildet sich gleich ein Tornado hier. Der Goldwing-Fahrer hat Radio an. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. Man kann natürlich hier jetzt, ist das schwierig zu beurteilen, da wird es schierer. Hier sind, das sind immer noch so kleine, hier stand auch Wasser, ne? Das ist erstaunlich, dass das jetzt geht. Das ist eine nasse Ecke hier. Und deshalb sieht das da natürlich noch nicht so unbedingt exemplarisch aus. Wenn man jetzt aber hier in die Fläche guckt, dann sieht man das schon, dass das zumindest optisch kein Unterschied ist zu unserem Ringpacker.
Und die Rückverfestigung ist auch schier. Da kannst du so Kartoffeln reinpflanzen. Oh, da kommt er. Geil, ey. Also wenn das so wirklich gut hinhaut, das ist doch geil. Das ist doch mal geil. So, und die fahren übrigens auch mit 710er Rädern. Das war ja auch so noch so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, na, haut das ordentlich hin. Oder ist das vielleicht ein Müh zu breit? Aber er sagte vorhin schon, das geht gut. Die flügen ja sowieso die ganze Zeit mit 710er Bereifung. Was wir ja nicht gemacht haben. Wir haben da 650er. Auf dem 716. So. 5 Schare leider nur, also dürfte ein Schar mehr sein. Moin! Moin! Ja. So. Da kannst du den Druck einstellen, ne? Ja, kannst du hier. Momentan haben wir den hier. Das volle Pulle. Ja. Und den kannst du zwischen, 60, zwischen 110 und 60 Bar. Kommt noch darauf an, wie stark der federt. Du kannst immer noch den Flug ausheben. Aber hier auf dem Boden geht das ziemlich gut. Wenn man die volle Pulle einstellt, also. Ja, das ist gut. Habe ich eben schon da vorne mal ein bisschen. Das ist gut rückverfestigt. Und das wird noch besser, wenn man den schmaler stellt. Ich füge jetzt mit 50er Breite, wenn nur 45, dann laufen die auf 12,5. Dann ist die Verfestigung noch besser. Aha, ja. Aber ich finde das so, da kannst du Kartoffeln auch reinpflanzen. Ja, also ich war auch positiv. Da kann er mit der Drille ja auch so rauf, oder? Ja, eigentlich ja. Ich hätte das auch nicht gedacht, dass der so gut rückverfestigt. Das ist echt schier, du. Nicht schlecht. Und den kannst du auch in nur halb hochheben quasi, ne? Wenn du jetzt mal ohne Packer flügen willst, geht ja, das? Ja, den kannst du hier absperren. Hier. Dann in Fahrtstellung auch. Dann fängst du ihn so hoch und dann sperrst du ihn hier ab. Und dann dreht er gar nicht mehr mit. Ja. Ja, das ist ja nur, wenn man das mal zum Ablüften oder so. Ja, aber das kannst du auch. Ja. Das ist kannst ja geil. Du nur nicht in den nassen Löchern hochmachen. So, wenn sonst über den Packer ausgeht. Ja, wo man sonst aushängt, da geht das nicht. Ja. Aber ich habe da hinten auch, bis auf die einste Spur, wo es das nasse Loch ist, kannst du so durchfahren. Ja, aber du hast ja auch genug Leistung vor, ne? Ja, ich kann dann 6. Schar ohne Probleme hinter. Ja, das denke ich aber auch. Das muss auch ran, ne? Ja, eigentlich schon. Also 5 Schare, wer will denn noch 5 Schare? Lohnt nicht mehr. Ja. Ach, der muss da, jetzt schnall ich's. Ja, ja, okay. Ja. Hier ziehen, dann klappst du ihn um. Und dann hast du vorne eine. Dann hast du vorne eine Arretierung. Muss man von der anderen Seite rangehen. Ja. Dann dreht man den so gesehen in der Mittelstellung. Dann läuft das Rad hinterher. Und den macht man noch. Den Zylinder, der ist für die Höhenführung, den klappst du noch rum und schiebst ein, dass der da nicht rein kann. Ja. Und dann hast du hier so gesehen deinen Haken. Den klappst du rein, dann schwenkst du bis er mittig oben drauf ist. Dann rastet er hier ein, der Bolzen. Und dann hast du den so gesehen halb hoch geschwenkt. Ja, ja. Und dann läuft er auf dem Rad. Dann läuft er auf dem Rad mit. Ja, das schwenkt aber genauso aus, wie wenn er hinten drin ist. Ja, 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 da muss man aufpassen beim Fahren. Das wird mit dem Charmeer nicht besser. Nee. Aber man kann ja auch vorsichtig fahren. Ja, ja, das ist doch geil, ey. Ja, ansonsten sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, lass mal das Rad zurückdrehen und dann laufen wir noch mal einmal nebenher. Ja, man sieht, dass das ein Gewicht ist, ne?
Also Nico hat eben noch erzählt, er hat jetzt vorne auf 1,5 Bar, nee, vorne 1 Bar und hinten 1,4, glaube ich, hat er eben gesagt. Und so langsam rantasten. Oh, so schnell bin ich nicht. Übrigens unser neues Frontgewicht. Das haben sie heute Vormittag gebracht. Also, Furche sauber geräumt. Er fährt jetzt 8,5, hat er gesagt? 8,5. Und ich weiß nicht, hatte ich da die Kamera da an, als wir davon gesprochen haben? Ich wiederhole das sicherheitshalber nochmal. Die Rückverfestigung wird schlechter, wenn man schneller fährt. Also da lieber ein Schar mehr und langsamer fahren, als hier zu schnell fahren. Aber das war schon immer so beim Flügen. Schollenweitwurf hat noch nie funktioniert. Das war immer unsinnig. Bis 8 km/h ist gut. Wenn man es eilig hat, vielleicht mal 9, aber nicht 10. Ja, sehr schön. Gefällt mir auch. Ja.
feine Sache, das, ne? Ja, echt. Also ich hatte ehrlich gesagt, also ich habe große Hoffnung gehabt, dass das hinhaut, weil das wirklich eine große Erleichterung wäre, wenn man den Packer nicht mehr mitschleppen muss und nicht mehr umsetzen muss und nicht mehr an- und abbauen und das ganze Getüdel halt. Habe aber ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass der tatsächlich so gut rückverfestigt. Hätte ich nicht gedacht. Also scheint für unsere Böden hier, was ja primär Sand ist, ja, scheint das gut hinzuhauen. Also wirklich nicht schlecht. Ja. Ja. Nice. Also das hat sich gelohnt, dass wir die Vorführung angenommen haben. Ja. Dass wir das hingekriegt haben. Also an dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an Luhmann und an Schröder. Jetzt sind wir ein ganzes Stück schlauer. So, und wir machen Feierabend. Ja. Ne? Morgen früh geht das frisch vom Fröhlich frei weiter in Osterfese. Den Rest pflanzen. Ich habe auch gar keine Uhrzeit abgemacht, aber ich denke, wir fangen um 7 an. Und wenn wir da fertig sind, dann, wo wir neulich abgebrochen haben, die Speise erstmal den letzten Rest rein. Ja, und dann haben wir Samstag dann höchstwahrscheinlich Endspurt. Ja. Und dann sollten wir fertig werden. Traumhaft. Also, bis morgen. Jo. Jo. Moinsen. Dienstag, 7. Mai. Kurz nach 6, das ist heute, sieht das hier irgendwie. Aber ich habe noch keinen Wetterbericht geguckt, ist bedeckt. Ja. Jürgen kommt, Kartoffelpflanzen. Wir werden jetzt uns von Osterfese hierher arbeiten. Aber ich glaube, das habe ich gestern schon erzählt. Ne? Dass wir eben nach Osterfese juckeln. Die haben die beiden Akkuliner voll. Die haben wir aneinander, dass ich die auf einen Schlag mitkriege. Vater bringt dann gleich noch eben den Düngerwagen her. Und da sind dann noch irgendwas bei 4 Hektar, die da noch gepflanzt werden müssen. Und dann wird umgesetzt. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Jo. Muss ich mir dann nur ein Plätzchen suchen. Ich weiß noch nicht, wie ich da muss ich die auf dem Weg irgendwie auseinanderhängen oder sowas. Aber komm schon, das findet sich alles. Herrschaftszeiten. Überall steht irgendwas. Bis gleich.
Jo, da fällt mir ein, wo ich gerade Dünger einfülle. Gestern kommentierte jemand, wenn ich beim Dünger einfüllen und Kartoffeln einfüllen nicht filmen würde, wäre das Video eine Stunde kürzer. Das kann wohl sein. Wenn ich gar nicht filmen würde, wäre das Video 3 Stunden 25 kürzer. Das ist auch geil, oder? So. An. Das ist ein bisschen eine schiefe Nummer hier, ne? Ja, hier von vor. Besser ist das. Ja, schöner Tag heute. Sven ist auf dem Feld, der ist am Pflanzen. Das ist gut, da kann ich den Tag auch mal nutzen. Denn heute ist Ponyreiten. Finde ich schon geil. So, komm mal her. Nee, du nicht. So, jetzt wollen wir das gleich mal hier. Tante Lotti, komm, wir wollen Ponyreiten. Komm her. Ihr habt das vertraglich festgelegt. Also da muss jetzt einer von euch jetzt mal eben, darf ich mal, denn heute ist Ponyreiten. Guck, da, Ponyreiten. Findest du das gut? Ja, alles klar. Gut, dann steige ich da mal auf und dann werden wir mal losreiten. Nee, die rennen ja immer weg. Außerdem habe ich Angst vor denen, die beißen nur. Tschüss. Oder treibt er mich schon raus? Sven rief gerade an. Ich soll mal eben aus Osterfese den Wagen abholen, den leeren. Mit dem 818. Sonst ist auch keiner frei. Ja. Ah, dann wollen wir mal, ne? Zünden. Schon dran, ne? Durfte Johann schon mit los.
eine ist ein bisschen nass, da kommt er gleich nicht mehr durch. Aber das Thema hatten wir im letzten Video ja schon, ne? Einen 5 Meter vorziehen und dann geht das wieder. Ja. Gerade den ersten Wagen leer, den habe ich schon runtergelassen. Da kommt Jens gleich eben her und holt den hier weg. Weil das wird sonst noch alles ein bisschen knapp. Ja, dann kann ich nämlich nachher den, wenn Vater mich ablöst, kommen wir mit 818 her, können wir einen Düngerwagen mitnehmen, machen vorher einmal Dünger hier voll. Ich nehme den Kartoffelwagen mit und dann haben wir diesen einen vergessenen Hektar, den wir dann noch eben pflanzen wollen und danach eigentlich erstmal einen Rest Speise. Mal schauen. So, dann können wir den nächsten Kipper eben hochkippen und Schaufel wieder voll machen. Draußen auf dem Hof.
Zeit, die rennt mir schon wieder so davon. Wir müssen den Hof fertig machen für Inas Geburtstag übermorgen. Naja, so jetzt erstmal zu Hause den Flug von 724 abbauen, grober ranbauen. Dann müssen wir noch einmal einen Hektar den vergessenen einmal Vorgewinde grubbern. Und dann nachher hier den Düngerwagen wegholen. So, das war mal ein schöner Ausritt. Ich seh zu. Kann Sven gleich wieder laden, siehst du Licht aus. Ach, hey. Ich glaube, das war hier. Zack. Jo, Licht ist aus. Ja, kann Sven gleich wieder laden für den nächsten Schlag. Und ich mache hier zu Hause weiter. Viele Kisten hier, die waren alle mal voll. Krass. So, da ist auch gestern fertig geworden. Ach, nun ist er hier in Gang. Das geht echt gut. Feines Ding. So, wir haben wieder ein, was bisher geschah. Mittlerweile ist Mittag durch. Ich hatte vormittag noch den... Nein, anders. Fadern und Jürgen sind umgezogen zum vergessenen Schlag. Der ist mittlerweile auch fertig. Ich hatte den Düngerwagen aus Osterfese mit 818 geholt. Hat den da zum übernächsten Schlag hingestellt. Dann ist Jens hingefahren, hatte Fadern abgelöst, damit Fadern Mittag machen kann. Jens ist wieder zurück jetzt. Jetzt macht Jens Mittag. Und ich fahre den nächsten Wagen Kartoffeln hin. Das sind noch Stärkekartoffeln. Da haben wir 5 Kisten drauf gedreht. Dann nehme ich den anderen gleich wieder mit. Und dann theoretisch müssen diese 5 Kisten da hinten jetzt reichen, sodass wir dann unsere letzten Belaner auf den anderen Wagen aufladen können. Damit die dann als nächstes beim nächsten Schlag reinkommen. Oh, da kriegen wir ganz gut. Das hat halt heute viel mit Umsetzen zu tun. Aber dafür, dass wir viel umsetzen, schafft das ordentlich. Da kann man jetzt nicht meckern. Dann müsste jetzt irgendwas an die 6 Hektar drin haben, denke ich. 5,5 oder so. 4 in Osterfesele, der eine vergessene Hektar. Ja, könnten schon 6 sein. Jo, und zwischendurch versuchen wir den Hof klar zu machen und alles aufzubauen, schon mal anzufangen mit Aufbauen. Der Rest müssen wir dann morgen Vormittag, morgen oder beziehungsweise morgen Tag noch machen. Für Inas Party. Und da die jetzt zu zweit feiern, sind das ganz schön viele Leute. Da müssen wir ganz schön viele Sitzplätze haben. Aber läuft. Läuft sich alles zurecht.
Jo, dann kann ich jetzt eben die, oh Gott, drei sind das glaube ich, so zweieinhalb Kisten Balana hier auf den aufladen. Die fahre ich dann schon zum übernächsten Schlag und dann kann ich erstmal vorne weitermachen, glaube ich. Was war das? Da hat doch einer gerufen. Hat das Handy an? Was hat denn da gerufen? Ach, die Kinder fahren da. Oh Mann. Meine Güte, zwei und ein bisschen sind das nur. Leute, für heute ist hier quasi Endspurt. Der Wagen ist gleich leer. Eine Schaufel noch. Ich lasse den Düngerwagen schon mal runter. Und dann geht das Samstag in Endspurt. Das schaffen wir Samstag auch. Hier den Rest und dann woanders noch den Rest. Und dann noch den kleinen blöden Keil. Aber läuft. So, jetzt drückt ihr Pause und in den Kommentaren schließt ihr Wetten ab, ob das Zuchtmaul an die Deichsel passt. Jetzt.
Jo, Feierabend. Die neuen Batterien sind da. Schwere Dinger. Eine habe ich schon raus. Gar nicht so einfach, zumal man hier nur diese Punkte hat zum Anhängen. Tja, und dann muss man die hier irgendwie rausquälen. Ne? Kappen drauf und dann raus damit. Und dann kommt danach da diese, die hängt da gerade diese ganze Belüftungsgeschichte für die Batterien kommt dann noch darauf. Aber jetzt muss ich die erstmal irgendwie rausgehoben kriegen. Das mache ich mit dem Draht, weil weiß der Bauersknecht kein Rad, nimmt dann Draht. Und dann raus damit. Na, mal gucken, ob der nachher läuft. Ich bin da noch zuversichtlich. Voll normal. Party Location hier. Jo. Ach fuck, falscher Knopf. Geheimcode. So. Dank des ehrenhaften Ehrenjens. Ich hatte ja Batterien für die Karre bestellt. Jens hat die da gestern noch reingebastelt. Ein ganz schöner Krampf gewesen. Aber es läuft wieder. Gott sei Dank. Eine gute Investition, auch wenn die Batterien scheiß teuer sind, aber war schon. So, Donnerstag, 9. Mai, Himmelfahrt. Heute ist die Geburtstagsfeier von Ina und ihrer Cousine Carmen. Wir haben im Grunde fast alles fertig. Wir müssen gleich noch Tische abwischen. Ein bisschen Deko oder so, aber dann kann das um 11 losgehen. Jetzt ist das wie spät? Keine Ahnung. Ja, kurz vor 9. Jo, Ponys sind auf der Weide. Die anderen Viecher haben alle was zu fressen gekriegt. Ich habe hier gestern einmal in der Mitte noch lang gemäht, falls hier jemand lang gucken möchte. Aber ich will nicht alles mähen, weil das sollen die lieber abfressen dann die nächste Woche. Das schöne Gras hier, das kannst du nicht einfach wegmähen. Na? Na? Keine Zeit. Moin. Die haben alle Frühstück schon gekriegt hier. Komm, geh nach Hause. Was machst du da? Nee, ihr hattet alles. Mann, Mann, Manfred. Jo. Ja, Freitagmorgen. Der Tag nach der Party war schön. Hat echt Spaß gemacht, war echt cool. Ja, Chef liegt noch im Sauer. Der kommt, glaube ich, gleich auch irgendwann neu. Und ich bin am Aufbauen hier. Und Ina, die packt auch alles zusammen und wischt alles ab. Wieder klar Schiff machen, damit das weitergehen kann hier. Aber auch schon geil gestern. Gut. Samstag ist schon. Samstag, der 11. Geburtstag erfolgreich hinter uns gebracht. War sehr schön. Hat echt Spaß gemacht. Ist auch alles wieder aufgeräumt. Also kann das normale Leben wieder losgehen. Wir wollen Kartoffeln pflanzen. Kurz vor 8 wollte er da sein. Ich will jetzt mal eben den Düngerwagen anspannen, dass der mitkommt als erstes natürlich. Und dann haben wir so grob irgendwo was bei 8 Hektar auf dem Schirm heute. Also theoretisch sollte es entspannt sein. Mal schauen. Thank you.
jetzt bin ich arbeitslos. Joris fährt los. Denn Ina gießt Blumen. Können wir noch eben die Viecher auf die Weide bringen. Guten Morgen. Ah, die haben jetzt keine Zeit. Die dürfen jetzt mal den Gang hier abputzen. Die dritte Weide habe ich auch noch aufgemacht. Wenn sie Bock haben, können sie auch reinlaufen. Also macht, was ihr wollt heute, ne? Läuft sich alles zurecht. Und wo ich jetzt gerade einen kleinen Moment Zeit habe, ich verzichte jetzt kurz auf den Kaffee und erzähle euch was. Time to say goodbye. Nein. Jo. Der 716 bleibt mal im Moment. Den behalten wir. Der 818 darf gehen. Und ich weiß, viele sagen, oh nein, und bitte das nicht. Das war ja auch in den Kommentaren zuhauf gesehen. Aber das ist hier kein Hobby. Wir arbeiten damit. Und der hat uns immer gute Dienste geleistet. Und er wird dem neuen Besitzer, wer auch immer das ist, dann sicherlich auch viel Freude bereiten. Aber bei uns ist seine Zeit abgelaufen. Er wird jetzt noch gewaschen. Ich guck mal, eigentlich könnte ich da theoretisch heute schon mit anfangen. Mal sehen. Das machen wir dann tatsächlich nach dem Kaffee. Einmal waschen, aussaugen, alles schicko machen. Und dann wird der Montag abgeholt. Der hat jetzt knapp 9700 Stunden, 9600, keine Ahnung was. Jede einzelne Stunde davon ist hier bei uns auf dem Hof gelaufen. Viel miterlebt mit dem Schlepper, aber jetzt erleben wir viel mit dem 724. Da darf man gerne auch leidenschaftslos sein. Ansonsten haben wir noch mal eben zwischendurch ein Dach runtergenommen. Das Ganze offline, also ohne Kamera. Aber das Dach ist runter. Laufen wir auch noch mal eben kurz dran vorbei, weil wir da sowieso in die Richtung laufen. Warum und weswegen, das erfahrt ihr aber in einem anderen Video, nicht in diesem. Aber man sieht schon, ne? Ich lasse erst mal eben laufen, bis ich da bin. So, da. Da ist es. Das sind nicht einfach Lichtplatten drauf, sondern das ist tatsächlich offen. Das haben wir runter. Wir haben noch ein, zwei Projekte dieses Jahr vor. Das gehört dazu und das erfahrt ihr in Kürze dann, worum das da genau geht. Ne? Jetzt glaube ich tatsächlich noch mal eben schnell einen Kaffee trinken und dann glaube ich, wasche ich den Schlepper, solange der erste Wagen noch nicht leer ist. Kaffee bringt ihn nach vorn. So, ich will mir eigentlich gerade den 818 holen, aber da sehe ich, dass ich das Frontgewicht ja auch noch nicht gezeigt habe. Ne? Presse und Lade, Frontgewicht, verkauft, ja, der Aufkleber kann runter, 1500 Kilo, Begrenzungsleuchte, ja, Standard, ne? Jo, ich hatte, das habe ich glaube ich aber schon erzählt, ne? Ich wollte ursprünglich eigentlich einen 1000 Kilo haben, aber habe dann beim Tigern bemerkt, dass das vielleicht nicht ganz ausreichend ist. Ich denke, das passt so ganz gut hierher für die schweren Arbeiten. Auch gerade dann mit der Scheibenecke, da, die hat ja auch ordentlich Gewicht. Ne? Ja, die Schafe kriegen auch gleich was. Erstmal Schlepper waschen. Und was ich noch sagen wollte, bevor da jetzt Hinweise kommen. Wir wussten jetzt nicht sicher, ob das Dach, was ich gezeigt habe, das wir runtergenommen haben, ob das Asbest ist oder nicht. So eine Analyse kostet irgendwie um die 2000 Euro. Und die bezahlst du und dann kommt da raus, ist Asbest oder eben nicht. Bei eben nicht ist die Entsorgung günstiger als die 2000 Euro. Und bei eben doch hast du die 2000 ausgegeben und trotzdem entsorgen müssen. Und deshalb haben wir das alles, wie sich das gehört, hier in die Big Bags verpackt. Und das fahren wir dann nächste Woche zum Entsorgen. So, damit wir dann auch einen Zettel haben, weil Zettel kannst du nicht genug haben. Du brauchst für alles Zettel, das ist ganz wichtig. Leute, holt euch immer Zettel für alles. Jo! 818 überpüstern, Leerräumen aussaugen, also auf jeden Fall schon mal eben waschen. Das Leerräumen können wir sonst auch morgen oder Montag machen. Siehst du,
passt gut. Fast fertig. So, ich will mal eben, Marvin ist heute hier, Jürgen hat frei. Mal eben mit Marvin schnacken, ob er jetzt für hier noch Dünger braucht, sonst würde ich nämlich den Düngerwagen gern schon umsetzen. Weil das da hinten, wo der hin soll, ein ganz schönes Gestuckel ist. Ja, sieht gut aus. Hier noch ein paar Bahnen und dann Vorgewände beide Seiten. Dann happy dat. Jo, wir haben umgesetzt. Marvin kommt auch gleich, der hat noch eine Bahn Vorgewände da hinten. Wir haben die Wagen jetzt schon mal alle hier. Und ja, mal gucken, wie das von den Mengen passt. Das ist schwierig einzuschätzen, weil wir fünfmal hier wieder angeflickt haben. Ne? Aber jetzt war das hier sogar zu bearbeiten, dieses Stück. Das war ja hier furchtbar nass. Aber das hat jetzt alles so gut funktioniert. Das sieht auch ordentlich aus. Da sollte eigentlich auch mit dem Pflanzer easy durchkommen. Sehr schön. Jo, und entweder ist irgendwas alle und wir hören auf, oder dieser Schlag ist fertig und wir hören auf. Und dann müssen wir noch mal einmal angreifen. Ein ganz kleines Reststück noch, den Keil, der so nass war. Nächste Woche. Und dann haben wir's. Yippie-yay-yay. Ein Ende ist in Sicht. So, da kommt Marvin. Grüner Saft. Ist aber nicht grün. Ha, mittlerweile ist es 1:15, 20 vor. Jetzt hat uns doch was aufgehalten. Also hier ist noch nicht wirklich was passiert. Da wollte sich ein Zwillingsrad lösen. Und da muss erst wieder festgedengelt werden. Ich habe Joris jetzt abgelöst. Und mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch kommen. Ne? Mal, ich hoffe, dass das Dünger und Pflanzgut reichen, dass wir das hier hinten wenigstens heute zukriegen. Und wie ich ja schon sagte, wir müssen eh noch einmal wieder angreifen, das Keilstück. Und dann sollte hier was überbleiben, das auch noch, das Keilstück sind irgendwie 2 Hektar, über den Daumen. Also das ist dann Pille-Palle. Also, die Kartoffeln sind zu Ende, bevor der Schlag zu Ende ist. Ist wie es ist. Übrigens, der Vorschlag, der jetzt ein paar Mal kam, das umzubauen, dass man von der linken Seite alle 3 Schieber auf einmal öffnen kann, der ist gar nicht schlecht.
Also habe ich natürlich auch schon drüber nachgedacht, aber das wäre, ist ja auch relativ easy umzusetzen. Ich denke, das machen wir mal zum nächsten Frühjahr. So, also, seid ihr noch da? Ja, ihr seid tatsächlich noch da. Pflanze jetzt eben die Sorte leer, soweit wie es reicht. Jetzt kommt noch eine Fahrgasse, das passt ja auch ganz gut. Und dann fangen wir tatsächlich von der anderen Seite an mit diesen, damit wir hier aus dem nassen Loch rauskommen. Das klang eben so, als hätte er auch den holländischen Wetterbericht gesehen. Ja, mal gucken, also dann fangen wir da an und arbeiten uns wieder in diese Richtung. Vielleicht reichen sie auch. Das kann sein, aber wenn eben nicht, ist scheiße, ne? Und dann geht das beim nächsten Mal, machen wir dann den Rest hier, weil das nach dahin trockener ist und nach dahin scheiß nass. Also jetzt gerade nicht, aber wenn es wieder regnet. Ja. Tja, kannst du nicht einschätzen, wie lange das Pflanzgut reicht. Also hinten quer das definitiv nicht, aber wir werden sehen. So, da ist ein Nachbar am Maislegen. Da haben wir letztes Jahr Kartoffeln. Da kommt Marvin schon wieder. Ja, also Pflanzgut reicht definitiv nicht. Ich schätze mal, dass er, wenn wir alles drin haben, das Stück hier so noch fertig kriegt, dann bleibt da noch ein bisschen liegen. Was wir dann nächste Woche noch machen müssen, das ist aber nicht so schlimm. Aber wir kriegen die nasse Ecke hier, die kriegen wir auf jeden Fall zugepflanzt. Das ist schon mal gut. Trotzdem nicht gut, dass es jetzt nicht reicht, das ist doof. Aber letztendlich ist das im Grunde genommen gesprungen wie gehüpft. Das kommt auch zwei Tage nicht an. Also, ach, sagen wir einfach, ist egal. Freuen sich die Kinder, wenn ich früher zu Hause bin. So, letzte Wagen, gleich zu Hause noch den Dünger aus der Maschine lassen. Da habe ich natürlich auch nicht aufgepasst, da habe ich zu viel reingelöffelt. Und dann ist nächste Woche Endspurt angesagt. Ich würde mal sagen, über den Daumen. Ja, was soll ich jetzt sagen, ohne falsch zu liegen? Hinten zwei, hier 3 Hektar oder so. Plus minus. Hier hat er den Dünger rausgelassen. Habe ich alles wieder auf den Wagen gelöffelt. Schlepper getankt. Der war letzte Rille. Alles soweit startklar für nächste Woche. Aber für diese Woche ist jetzt Schluss. Die Woche ist rum. Heidenei. Junge, Junge, Junge. Nachher noch eben die Ponys reinholen. Aber ansonsten war es das. Und aus diesem Grunde ist das Video jetzt auch zu Ende. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt. Ich sage mal wieder seit längerem mal wieder ohne Jens tschüss. Beim nächsten Video darf Jens auch wieder tschüss sagen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen wären Träumchen. Ein kleines Abo wäre auch geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, Dankeschön, reinhauen. Wir singen. Soll ich die Speicherkarte kopieren? Keine Ahnung, wie lange dieses Video jetzt gewesen sein wird. Wir lassen uns mal alle überraschen.